In Dachau wurde im Verlauf des Prozesses gegen das Personal des Konzentrationslagers Buchenwald die Angeklagte Ilse Koch vernommen. Die Frau des früheren Lagerkommandanten und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald ist die einzige Frau unter den 31 Angeklagten. Die Anklage wirft ihr schwerste Vergehen gegen die Menschlichkeit vor. Dazu zählt der Besitz von präparierten Köpfen ermordeter Opfer und von Lampenschirmen aus Menschenhaut. Die Beweisstücke liegen dem Gericht vor. Hauptanklagevertreter ist William Denson. Ilse Koch bestritt im Kreuzverhör alle ihr zur Last gelegten Anklagepunkte, trotz gegenteiliger Zeugenaussagen. Dieser erste Buchenwald-Prozess ist der Auftakt eines Verfahrens gegen mehr als 6000 Personen, die zu den Wachmannschaften von Buchenwald und seinen Außenlagern gehörten. Rund 53.000 Menschen verschiedener Nationen haben in Buchenwald ein furchtbares Ende gefunden. In Dachau wurde nach viermonatiger Verhandlung in dem Prozess gegen SS-Angehörige, Ärzte und Wachmannschaften des Konzentrationslagers Buchenwald das Urteil gesprochen. Unter Vorsitz von General Kiel erkannte das amerikanische Militärgericht sämtliche 31 Angeklagten für schuldig. Der ehemalige Waffen-SS Josias Prinz zu Waldeck nahm als erster sein Urteil entgegen. Von mindestens zwei Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder auf die folgende Strafe erkannt. Der Angeklagte wird zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe, die am Vollstrecken sofort beginnt, verurteilt. Die Strafe wird im Zuchthaus Landsberg oder in anderen von der zuständigen Militärbehörde benannten Orte vollstreckt werden. Jessica! The court in closed session at least two-thirds of the... Ilse Koch, die einzige Frau dieses Prozesses und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald, wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Der frühere Lagerkommandant Hermann Pister wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. Gegen 22 Angeklagte wurde das Todesurteil ausgesprochen, die übrigen erhielten langfristige Freiheitsstrafen. So endete der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen des Lagers Buchenwald, in dem 53.000 Menschen ein furchtbares Ende fanden.